Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Ja, es ist schon ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Deswegen weiß ich gar nicht, was genau passiert ist. Ich habe nur gerade hier gesehen, wir haben getrendet. Finde ich gut. Wir waren auf jeden Fall den Trends, das ist doch schön. Mag trendet im Internet weiter. So, Trend ist in der Welt der sozialen Medien ein Zeichen für Kompetenz. Das ist supi. Tritt sicher, weil DJ die Menge gespürt hat. Okay. Bücherclub hier. Was haben wir hier noch? Seltsamer Durst, weil Vampir geworden ist. Zu durstig, aber Wasser genügt irgendwie nicht mehr. Und nochmal trenden. Okay. So, ich hab kaum Energie noch. Dann fülle ich die jetzt, genau. Wie sieht's denn aus mit der Arbeit? Wann musst du denn... Was zum Teufel, Kamera? Kamera? Was zum Teufel machst du? Okay, gut, die Kamera hat einfach... Die Kamera zieht von selbst nach links. What the fuck? Okay. Ich weiß nicht, was das war. Bist du ganz kurz? Nee. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gereicht, nochmal unter links zu drücken. Egal, was wollte ich machen? Ja, genau, ich wollte gucken, wie der Arbeit. 3 Tage bis zur Arbeit, ja, gar kein Problem. Schnellfähigkeit können wir auch bis dahin erreichen. Kannst du dich entspannen? Wann hast du Arbeit? In 3 Stunden, oh, das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann solltest du vielleicht mal Musik üben. Sätze schreiben will ich ja gar nicht, du willst ja nicht in die Richtung Entertainer werden. Ja, 14, da kann Penny auch mitleben. Einfach mal üben. Und wann musst du zur Arbeit? In 20 Stunden. Kolumnenschreiben hast du abgeschlossen. Sehr schön, dann können wir doch eigentlich gleich mal... Ich kann ihn gerade mal anrufen. Wie sieht's denn aus draußen? Ist da irgendwie was Besonderes? Jenga? Baby? Hast du irgendwelche besonderen? Einen Freund oder eine Freundin haben? Ja, okay, das wollen wir. Da müssen wir natürlich nochmal schauen, wie wir das hier mit dem lieben Salim machen. Ob wir uns da irgendwie. Also, ich würde es jetzt eigentlich so ein bisschen. Erstmal so eine Verabredung haben und dann. Und dann so, hey, wollen wir vielleicht mal zusammen sein? Und so. Also nicht irgendwie, ja komm mal vorbei, hey, lass uns zusammen sein. Das wäre jetzt eigentlich nicht so meins. Also es wird ja natürlich, es wird ja nicht so mega riesig sein, dann vielleicht irgendwie so einen Park mal treffen, schönen Tag haben und dann irgendwann, hey. Wie ist das? Ich meine, das ist ja immer noch was anderes als ein Heiratsantrag, ne? Das wird ja deutlich weniger bewichtet als so ein Heiratsantrag. Und das dauert natürlich auch noch ein bisschen, bis es da losgeht. Also ich werde das trotzdem mal kurz warten, bis ihre Musik eben abgeschlossen hat. Dann kann er nämlich ganz kurz ihn anrufen. Salim. Redliche Riffs. Nichts mehr, macht mir einen Musikliebhaber glücklicher, als seine Fähigkeiten zu demonstrieren. Joa. So, wie sieht's aus? 75%, das dürfte nicht mehr so lange dauern, bis es 100 ist. Perfekt, sehr schön, das ist fertig. Bitte jetzt stell die nicht auf vorne ab. Nein, nimm die doch mit. Okay. So. Und du, mein Lieber, wie sieht's denn bei den Bedürfnissen aus? Ja, das geht. Dann würde ich sagen. Irgendwie tätig werden. Was ist das denn? Ja, machen wir später mal irgendwann. Ich möchte jetzt auf jeden Fall ganz kurz. Ich werde einfach kurz. So. Wohin gehen wir denn? Das ist, glaube ich, so eine Hochzeitslocation eher. Wie sieht's denn aus mit Brindenburg? Da können wir doch vielleicht mal in den Hasenbau gehen, oder? Oder. Nee, lass uns schwimmen gehen. Lass uns schwimmen gehen. Da ist schon ein bisschen. Ja, dass ich das mal gemacht habe. Wir nehmen natürlich.
Hier ist Hagi mit. Sehr schön. Na dann. Haus der Gezeiten. Salim. Schicke Sonnenbrille hast du. Jetzt glaube ich, das ist in circa einer Stunde zur Arbeit sein. Ja, finde ich gut. Hallo, Sophia. Wo ist... Ach da, ich wollte gerade sagen. Steht hier nicht irgendwie so ein bisschen der Pool? So, in der im Schwimmbad. Die Vivian macht sich hier... hat hier schon so ein bisschen Spaß. Und? Wird sie es schaffen, den Rückwärtssalto? Yay! Good job. So, Warte, nein, stopp. Was? Was ist denn Kopf? Ich dachte gerade, was hast du in der Hand? Na, jetzt bleib doch hier. Spritzen, genau. Dann können wir uns ja hier neben ihn setzen. Ja, gut, man kann natürlich auch vielleicht ein bisschen näher schwimmen. Ja, jetzt sitzt er in der Wand. Das ist auch eine coole Idee. Hier sitzt ein Plaudern. Was macht er denn jetzt? Chloe ist zur Arbeit und es findet das Gewürzfestival statt. So, erstmal kurz fleißig arbeiten. Was macht ihr beide denn da? Und Vivian sitzt sich jetzt einfach direkt vor uns. Vivian, da schwimmt so jemand direkt hinter dir. Er küsst ihren Hintern. Als hat er wortwörtlich ihren Hintern geküsst. Was zum Teufel? Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist, was ihr da macht. Könnt ihr doch mal bitte kurz da rauskommen. So, warte, kommt doch mal bitte hier hin gehen. Na komm. Hör mal auf, mit ihm zu reden. Ich weiß, es ist total süß, dass ihr die ganze Zeit hier flirtet und so, aber... Könnt ihr bitte aus dem Wasser... Nein. Ja. Okay, er hat es geschafft. Er überlebt es. Bleibt bitte hier. Und ich... Hier sitzen. Was passiert? Moment mal. Dazu kann man natürlich ganz schnell ändern. So. Sehr schön. Wo ist er hin? Tante Neff will jetzt einen schönen Sprung machen. Ja, warte, ich will ganz kurz ihn zu meiner Runde hinzu. Ja, okay, das war eigentlich nicht geplant. So, lass mal zusammen. Hier, nein, okay. Was geht denn mit. Was ist denn los mit euch? So wie ein Problem bei euch irgendwie? Zusammensitzen, so. Oh weh, du backst dich jetzt wieder in den Boden rein. Nein, nicht runter. Er hätte schon springen können. Also, da habe ich jetzt kein Problem mit gehabt. Setzt euch bitte noch weiter auseinander. Ah, schon besser. So, können wir ihn ein bisschen anmachen. Knuddeln. Süß. In Fabilovo. Ja. Oh, voll cute. Oh, Patay. Doroy.
Ibarra? Tuga? Oh. Huh. Yivka Bumzoi, Falanas Pitfall, Bivanj. Bisle Kumbar. Nan los Kitzeln. Ach, ich liebe es. Nochmal einen Kuss hauchen. Und. Nein, jetzt hat er Hunger. Nein. Warum hast du den Hunger? Okay, wollen wir den ersten Kuss erleben? Ja, komm, lass mal. Lass uns versuchen. Also wir suchen es jetzt einfach. Und? Oh Gott, das nicht. Ja. Yay! Hey, Yun Zaruga. Sposhim Avani. Sawada Nuloi. Abim Rapani Varuda. Dann haben wir das halt raus. Komm. Yay! Sehr schön. Sunny ist eben der Freund von Christian geworden. Shabini Jabit. Turb System. Shema Corbiff. Nächtel im Schrank. Orbitane Hey. Sumba. Quisab. Ich muss das leider jetzt machen. Es tut mir leid, aber das ist leider nicht anders möglich. Die beiden sind schon süß, ne? Die beiden sind schon echt süß. Wie abgeschlossen? Was soll das denn? Haben wir hier nicht irgendwo einen Schrank? Achso, das ist für die Gruppe. Wie heißen die? Ich schließe das einfach mal auf. Nein, bleib hier, warte, ich möchte das machen. Ja, Heiratsantrag ist vielleicht ein bisschen schnell. Im Schrank rumschmusen. Nee, machen wir erstmal den Mächtel im Schrank. Was ist hier? Nass gespritzt, war nass gespritzt. Herr, passt gefälligst auf, wo ihr rumspritzt. Das hat Wasser in die Augen bekommen. Oh, ich stell dich nicht so an. Nein, auf jetzt. Oh, ich dachte schon. Ich wollte schon wieder abbrechen. Er lässt sich Zeit. Aber scheint sich mal drauf zu freuen. Das Grinsen sagt alles. Ey, geh aus dem Schrank raus. Alter, geh aus dem Schrank. Das ist nicht so schön. Als ob wir das jetzt nicht machen wegen... Nö, wir machen das jetzt trotzdem. Ich mach das jetzt so lange, bis wir das machen. So, warte. Techtelmechtel im Schrank. So, nochmal. Hau raus. Nein. Hau raus. Nein. Alter, könntet ihr bitte aufhören, immer in den Schrank zu gehen? Ich hau euch gleich. So. Könnt ihr jetzt? Sehr gut. Hol die Kerzen raus, sage für Romantik. Christian hat das erste Techtelmechtel. Und das sind voll die Spanner. Also, sag mal. Sophia Björksen und Sergio Romeo. Da scheint was zwischen denen zu gehen. Dieser Schrank, wie der einfach gleich auseinanderbricht. Finde ich gut.
Sehr gut. Ein Chibi. Wohin die Liebe fällt, mal abgesehen von den Kleiderbügeln, war das eine erquickliche Erfahrung. Und die anderen denken sich jetzt wahrscheinlich, what the fuck? Du kannst auch nach Hause gehen, du musst nicht hier so liegen. So, wie viel Geld haben wir denn? Jetzt kann ich mich echt... Ich gehe mal, glaube ich, kurz nach Hause. Ich werde mal den Chris, Sully mitnehmen. Ich musste gucken, ob ich irgendwie ein Doppelbett hinbekomme. Das ist so ein Ding in diesem Mini-Apartment. Ich meine, beim neuen Haus ist ja schon direkt alles eingerichtet und so. Also, was heißt direkt alles eingerichtet? Ne? Hab ich ja schon direkt so alles hingestellt und so, dass das auch passt mit Doppelbetten und alles. Aber hier ist natürlich auch so ein bisschen mehr begrenzt, ne? Das andere ist ja eher so ein größeres Haus und das eben nur ein Apartment. Aber wir werden sehen. Ich weiß auch gar nicht, wie viel so ein dieses große Apartment kostet. Also das können wir das ja vielleicht als Zwischenstation nehmen oder so. Also ich meine, im Moment ist sowieso komplett unmöglich, weil wir einfach mit 4000 nichts erreichen können. So, Christian braucht ein Doppelbett. Wie mache ich das? Erstmal kann der Schrank hier raus. So, das kann auch mal raus. Das Bett lege ich mal kurz ins Inventar, weil ich gerade keine Lust habe, keine Ahnung habe, ob ich das noch brauche. Betten. Was nehmen wir denn für ein schönes Doppelbett? Nehmen wir hier so ein Doppelfuton. Das reicht erstmal, oder? Kaum ich ein komfortabel, der Doppelfuton bricht durch einen von Cowboy gefertigten Kopfende im Ranch-Stil. Du kannst die Duft darin immer noch riechen. Aber keine Angst, überträgt sich nicht auf dich. Das finde ich gut. Hier ist halt einfach wirklich kein Platz für ein Doppelbett. Vielleicht können wir das hier ein bisschen nach hinten ziehen. Das hier auch, so ungefähr. Können wir hier vielleicht die Wand einen größer machen. Okay. Warte, der Tisch ist immer noch im Weg. Oh, es ist einfach, das ist schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm hier. So. Achso, warte, jetzt noch der Teppich drunter. Das könnte natürlich auch ein Ende drunter sein. Warte. Ich werde den Tisch ganz kurz hier stehen lassen. Dann einmal hier rüberziehen. Den Teppich mal hier hinziehen. Der Tisch zählt immer noch so, dass er da stehen würde. Okay. So. Jetzt aber, oder? Also, oh, das Fenster. Oh, das habe ich natürlich auch vergessen. Hupsala. Nein, ich will nicht die Wand. Ich will nicht die Wand, ich will das Fenster. Ah ja, stimmt. Ach, verdammt, ich kann das Fenster. Kann ich nicht einfach dahin ziehen? Warum denn nicht? Warum ist denn da ein Fenster? Wer hat denn dieses Fenster denn gepackt? Ja, geil. Das ist natürlich jetzt ziemlich ungeil. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Das ist natürlich jetzt ziemlich unpraktisch. Tja. Ich kann das Fenster doch nicht entfernen, weil das eben mit so einem Gebäude gehört und weil man eben keine Wände und so weiter und so fort, also hier Außenwände von einem Apartment ändern kann. Ich werde einfach mal versuchen. Nee, geht nicht. Wegen ein bisschen, ja. Dann versuche ich es einfach mal so. Das geht ja auch. Sieht vielleicht komisch aus, aber was soll man machen? Passt zum Doppelbett eigentlich hin. Doppelfoton haben wir hier. Okay, ich weiß gar nicht, ob sie da reinkommen würden. Nein, würden sie nicht, weil es nicht von beiden Seiten begeht, also ich trottel. Wie machen wir das denn jetzt? Sonst können wir vielleicht auch nochmal suchen, hier in die Richtung ein bisschen auseinander zu gehen. Ich will das Bücherregal zerstören, warte. Ich muss kurz die Wände wieder ausfahren. Dann kann ich das Bücherregal ja eigentlich hier erstmal kurz hinpacken, das kann ich auch gleich wieder ändern. Das Ding ist halt, wir müssen halt irgendwie auch in Chloes Zimmer drankommen, ne? Das ist ein Ding, das ist nicht so schön.
Vielleicht kann ich ja auch hier einfach nochmal so eine Wand langziehen. Das ist echt sehr, sehr schlimm hier mit dem Apartment. Das ist echt kacke, ey. Mann. So. Ja, ich weiß, dass wir da noch nicht lang können. Das muss ich gleich nochmal irgendwie verhindern. So, ändert das irgendwas an meiner jetzigen, an meiner vorherigen Position? Ich glaube nicht. Nö, es passt da jetzt halt wieder genau rein, aber man kann da nicht dran. Ich müsste halt hier das wegmachen, aber das geht nicht, weil dann komme ich erst recht nicht an die Türen mehr dran. Ach, fuck, ey, das ist doch kacke. Wie mache ich das? Wenn ich halt echt noch einen runtergehen könnte, aber das Fenster ist halt einfach im Weg. Das ist so schlimm. Blödes Fenster. Ich baue das schon mal. Ja. Jetzt wäre halt theoretisch hier einigermaßen Platz. Das wird aber trotzdem nicht passen, weil. Weil hier noch diese scheiß Wand ist. Ich weine gleich. Das ist doch nicht wahr. Warte. Es wäre halt in beiden Seiten. Ich weiß gar nicht, kommen die da kommen sie nicht durch, oder? Das bezweifle ich sehr, sehr stark. Dass sie da durchgelaufen bekommen. Warte, vielleicht. Na, musst du wohl herkommen? So, jetzt passt es halt. Nur habe ich jetzt irgendwie gar keinen Zugang mehr zu meinem und Chloes Zimmer. Das ist auch ziemlich kacke. Och Mann, was ist das denn immer? So. Hier kann ich theoretisch dann einfach die Wand wegmachen und dafür eine gerade Wand machen. Hier eine gerade Wand. Sehr schön, habe ich wieder Zugang zu meinem Zimmer, aber was ist mit Chloe, ne? Was ist mit Chloe? Kann ich nicht theoretisch, warte. Das hier mal wegmachen. Das ziehe ich mal hier rüber. Und ziehe dann einfach hier so eine Wand durch. So ungefähr. Dass man einfach hier so an der Seite zu Chloe kommt. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber was soll ich denn machen? Also, dann muss ich halt Chloes Bett nochmal verschieben. Das hier kann halt weg. Weil. Das ist natürlich jetzt ziemlich schlau. Moment, das kann nicht weg. So muss das. Das Bild kommt hier mal hin. Die Pinnwand kommt auch mal hier so hin. Warte, stopp. Gar nicht wahr. Die Pinnwand kommt hier hin. Dann kommt sie nicht. Da muss die Tür hin. Gehen wir da oben drüber. Werden wir ja sehen, wie das passt. So, Chloes Türkammer weg. Wie mache ich das hier? Oh, das wird lustig. Das wird einfach absolut lustig. Also, sie hat einfach gar kein Zimmer mehr irgendwie. Also, ich meine, gut, es passt jetzt hier. Dann kann ich jetzt hier schon die Türen packen. Oh Gott, ich brauche ganz, ganz dringend neuen Platz. So. Passt das jetzt so? Fehlt noch mir eine Tür? Ja, fehlt steht das Zeug im Weg. Ich weine gleich. Und für mich ist einfach gar kein Platz mehr, außer für dieses Bett. Das Spiel macht mich irre. Warte, hier liegt auch eine Tür, die eigentlich gar nicht rein sollte. Geh mal weg, Tür. So, habe ich hier wieder Platz. Kann ich theoretisch für Chloe jetzt noch einfach ein bisschen aufziehen? Ja, ich ziehe, glaube ich, zu. Das Fenster schon wieder, ich kann nichts machen. Ich weine gleich. Ja.
Ist jetzt blöd. Aber kann man nichts machen. Die bräuchten halt einfach irgendwie einen anderen Schrank. Oder generell irgendwas anderes. Mit der Lampe kannst du auch vergessen. Die kann weg. Brauche ich eine andere Lampe. Fast eine Deckenlampe werde ich einfach machen. Das ist echt verdammt kacke. Warte mal, was anders. So. Na. Bist du wohl. Sag ich erstmal hier einfach so. Ja. Egal. Das kann. Nehmen wir die. Die ist ein bisschen sehr groß. Das ist so ein bisschen sehr kalt. Ist auch zu tief. Der Rock ist auch ein bisschen komisch. Ich glaube, wir nehmen einfach die gleichen Lampen wie die hier. So. Ist auch sehr kalt, aber. Was soll man machen? So. Ist auch jetzt nicht die schönste Zimmerfarbe, ne? Muss mir ja schon sagen. Ich glaube, wir sind sowieso nicht alle nicht so schön, die Zimmerfarben. Darum muss ich mich auch mal später mal kümmern. So. Du, wie gesagt, kannst ja eigentlich nicht drin sein. Kaufe dich auch mal. Jetzt brauche ich noch eine Tür. Ja, das war natürlich ziemlich schnell jetzt. Warte, so. Als ob jetzt, glaube ich, die Tür in den Weg ist. Oh. Ah, du machst mich irre. Warum kann man denn so eine Tür nicht bauen? Warum geht das denn nicht? Hör auf, mich zu nerven. Kann ich das Bett irgendwie anders hinstellen? Nein, oder? Nö. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich einfach fertig. Da muss ich Chloe leider noch ein Stückchen von ihrem Raum klauen. Ich will die Wand noch ein kleines Stückchen kleiner machen. Oder passt das? Achso, das nicht geht. Warum geht das denn nicht? Was steht denn da? Was soll denn da im Weg sein? Da ist nichts. Willst du mich verarschen? Ist halt einfach gar nichts. Da könnte die Wand easy going hin. Die Tür. Warte, was ist denn, wenn ich jetzt die Wand hier wegmache? Chloes Zimmer noch ein Stückchen kleiner mache. Oh Mann. Ich will doch nur ein Doppelbett haben. Es tut mir voll leid, Chloe. Das ist voll das Minizimmer. Ich würde ihr Zimmer gerne ein bisschen größer machen, aber das geht nicht, weil hier die Wand, weil hier ein Fenster ist. Oh, ich werde verrückt. Dieses Spiel will mich einfach ärgern. So. Wenn ich das jetzt so mache, es sieht total kacke aus, aber was soll ich machen? So, klatschen wir hier noch so eine schöne Wand, eine Tür hin. Die Tür passt immer noch nicht, warum auch immer, weißt du was, scheiß drauf. Ich werde jetzt hier so ein kleines Tütchen aktivieren. Achso, ja. Soll ich vielleicht erstmal. Soll ich vielleicht auch mal aktivieren? So. Ich glaube, es ging so. 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 Ist das richtig? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nö. Wie war das? Ich habe den Cheat so. Ich benutze den Cheat so, so selten. Oh Gott. War das nicht eigentlich. Ach nee, Gott, das war glaube ich BB. Ja, nicht aufnehmen, du Trottel. BB. Nicht CC. Upsala. So. Move objects. On. Ah. Das war der Fehler. So. Und dann einfach jetzt hier. So. Dann kannst du gleich wieder aus, weil ich keinen Bock habe, dass ich hier praktisch Probleme habe. Das soll ich das Ganze mal eingeben. BB. Move objects off. Sehr schön. Da musste ich jetzt einfach mal cheaten, mal schauen, ob die auch da reinkommen.
So, geht mal bitte hin. Ja, ja, du kriegst gleich was zu essen, gar kein Problem. Du kannst dich auch gerne bedienen hier in unserem Essen. Sehr schön. Du kommst auch hier hin. Hoffentlich. Perfekt. Wunderschön. Perfekt. Das freut mich. Dann kann hier kurz die Wand auch wieder gestrichen werden. So. Ist jetzt ein bisschen komisch aufgeteilt, das Haus, aber fuck it. Wenigstens haben wir jetzt ein Doppelbett. Sollen wir noch kurz so richtig einfärben? Wie passt es denn am besten? Das ist eine schöne Farbe. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns aber im nächsten Part wieder. Und bis dahin sage ich ciao.